Und ich denke, am besten und am einfachsten können wir noch eine Kolonie erobern oder eine weitere Kolonie, indem wir hier tatsächlich Niederländisch-Guyana einnehmen. Die Franzosen werden das hoffentlich tolerieren. Die Russen sind ja hier vertreten mit Linienschiff der Klasse und Fregatte 5 der Klasse und einer kleinen Armee. Und ich kann schon mal gucken mit der Brig vielleicht, ob sich hier entsprechend feindliche Einheiten aufhalten. Frankreich mit einer Armee. Mhm. Also scheinbar haben die Franzosen Interesse an der Region. Hier sind ein paar Medizinmänner drin. Also merken wir uns das mal. Frankreich ist hier irgendwie dabei und hat einiges auch schon angegriffen. Deswegen ist auch alles hier leicht in Brand. Und ganz geringer Provinzwohlstand nur noch. Aber ich denke, wir können in den kommenden Runden uns das hier mal schnappen. Ja, probieren wir das mal. Lustige Fahne mit einem Stern und einem Arm mit einem Schwert in der Hand. Oh, die Bahamas wurden von Frankreich eingenommen. Donnerwetter, also er hat sich einiges getan. Spanien und Frankreich sind tatsächlich sehr dominant hier in dieser Region. Großbritannien ist fast weg. Und nur die Indianer sind noch ein bisschen vertreten. Aber die Pueblos sind auch schon weg. Ja, und die Irokesen. Pueblo weg, Irokesen weg. Ja, das sind die, glaube ich. Huron sind noch da. Brievölkern noch. Inuit. Und, Pueblos sind weg. Das sind nicht mal 6 Völker. Inuit sind noch da, Huronen sind noch da und Paris sind noch da. Pueblo sind weg, Irokesen sind weg. Ach genau, Cherokee sind auch weg. Richtig. Dann haben wir sie alle. So, wie sieht's aus mit der Beliebtheit? Ja, besser geht's ja kaum. Frankreich und Großbritannien freundliche Beziehungen. Maraten ebenfalls, sogar sehr freundliche. Russland geschätzt. Spanien freundlich. Holland freundlich. Österreich sehr geschätzt. Und Hannover ist der Einzige, der uns wirklich hasst wie die Pest. Und ansonsten haben wir wirklich fast eine gute Beziehung. Georgien ist auch nicht so freundlich. Minus 46. Was ist denn da vorgefallen? Sag mal. Missachtung von Abkommen. Ach so. Ja, ja, gut. Aber, naja, gut. Ist jetzt auch nicht entscheidend. Achtung. Entschuldigung. Und ich würde sagen, wir gehen weiter in die nächste Runde. Und da oben wird auch eine neue Handelsroute bedient. Auch mit Fellen. Ist doch ganz nett, dass das alles so exportiert wird. Wie gesagt, über Landhandel wäre es auch möglich, aber ist egal. Hier ist auf jeden Fall jetzt eine sehr dichte Route mit den ganzen Häfen. Und wir handeln mit allen Großmächten. Das ist gut. Und auch mit einer ganzen Reihe kleinerer Staaten. Ich würde gerne mit Hannover noch Frieden machen. Vielleicht kann ich das jetzt anbieten. Jetzt habe ich ja gleich jede Menge Geld. Vielleicht machen sie es ja für Geld. Da kommen die Russen an. Die wollen sicherlich irgendwann Technologie stehlen. Aber da es unsere Verbündeten sind, akzeptiere ich das auch und werde jetzt nicht mit mörderischen Duellen dagegen angehen. So, ein Edelmann in Schweden, wurde auch Zeit. Der gute Mann darf mal über den Landweg oder über den Seeweg? Seeweg geht, glaube ich, schneller. Marinerekrutierung, machen wir mal eine Brig. Und der Edelmann darf direkt mal hier auf das... den Hafen in Malmö. Nächste Runde dann aufs Schiff und dann schicke ich ihn zu den Universitäten der Nähe. In Berlin haben wir Heeresleitung und eine entsprechende Artillerieakademie gebaut. Die könnten wir beide jetzt auch noch aufrüsten, theoretisch. So wie in Warschau ja auch aufgerüstet wird. Wir haben... Ach genau, er ist besser bei Infiltrationsmissionen. Das passt ja gut, er hat doch lange infiltriert. Und wir haben in Westpreußen eine neue Stadt, Bigotsch oder so ähnlich. Hier wird natürlich auch Werkstatt Schmiede gebaut. Klar, Westpreußen ist auch noch recht protestantisch, sehe ich gerade. Und ist jetzt auch durch mit den Dörfern. Sehr schön, hatte ja 3 Dörfer. Und Posen, Gdynia und Bydgoszcz. Und ist eine ganz nette Provinz geworden. In Schweden haben wir einen neuen General. Nur 3 Sterne, aber er ist gütiger Onkel. Na, immerhin. So. Erzbischof Lancelot Blackburn.
Ja. Ein langer Text. Donnerwetter. Und wir können aufrüsten. Die Gouverneurs sitzen natürlich und hier ebenso den Hafen. Und Infrastruktur kommt auch und die Leute werden auch immer besser. Also werden weiter aufgerüstet, so ist das gemeint. Unser Agent, der darf mal sich ein bisschen hier in Istanbul umgucken. Aha, Skopje, neue Stadt entstanden bei den Österreichern. Und Eisenmine, würde das mehr bringen? Ja, aber nur so wenig, das lohnt sich fast nicht. Und vom restlichen Geld werde ich jetzt mal versuchen, Hannover einen Friedensvertrag anzubieten, mit Handelsvertrag gleich dabei. Die haben auch nur Krieg mit uns, ansonsten haben sie gar keine Beziehung zu irgendjemandem. Und erstmal so, ohne alles. Das machen sie schon. Na, Donnerwetter, dann brauche ich ja nicht mehr Geld investieren. Sehr schön. Also, mit Hannover haben wir zwar nach wie vor feindliche Beziehungen. Warte mal. Neu öffnen. Minus 89 aber nur noch. Und wir handeln jetzt auch mit Hannover. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dadurch haben wir jetzt keinen einzigen Kriegsgegner mehr. Sehr schön. Perfekt. Also, Frieden mit Hannover und eine sichere Landhandelsroute, über die wir ordentlich Geld verdienen können. 788 Goldstücke. Profit jetzt fast 19.000. Donnerwetter. Ja, vom restlichen Geld kann ich dann in Berlin tatsächlich beide Gebäude aufrüsten und gehe weiter in die nächste Runde. Jo, die haben sich auch vereinigt und er wird nächste Runde auch in Finnland ankommen. Dann haben wir in Schweden, Norwegen und Finnland parallel eine Bekehrungsmaschine am Laufen. Während wir weiter alle Technologien erforschen, Truppen aufrüsten und unsere Karibikbesitzungen ausbauen und uns langsam aber sicher schon mal an den Gedanken gewöhnen, wie wir mit Österreich in den Krieg kommen, ohne Russland und die süddeutschen Staaten gegen uns aufzubringen. Da sehe ich gerade, da ist unten irgendwas passiert. Also ich glaube, Russland hat gerade Dagestan platt gemacht. Mal gucken, ob Dagestan noch existiert. Nein, Dagestan ist weg. Dann hat Russland Dagestan erobert. Okay. Und ein neuer Lebemann ist in Dänemark entstanden. Herzlich willkommen, auch 30 Jahre jung. Der kann dann mal hier nach Böhmen und Mähren schnustern. Und der andere kann auch aus Hannover jetzt weg. Den brauchen wir jetzt ja auch nicht mehr. Der könnte sich mal in Elsaß-Lothringen ganz kurz umgucken, ob da viele Österreicher auch noch sind. Nein, sind es nicht. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Weißt du was, du bleibst mal da. Der bleibt in Süddeutschland. Hier sind ein paar Österreicher. Und der andere guckt hier im hauptösterreichischen Raum. Dann haben wir einen auf dem Balkan, einen im Österreich und einen in Westdeutschland. Das ist eine gute Aufteilung. Was ist hier los? Guck mal. In den Wald am besten. Und hier in Finnland, unseren Priester. Sehr schön. Wie sieht es hier in Schweden aus? Immer besser. Und in Norwegen bisher am besten. In skandinavischen Ländern. Sehr gut. Da ist sogar keine religiöse Unruhe mehr. Pelzbörse in Finnland jetzt. Sehr schön. Und ist der Preis bei 13 geblieben? Ja. Sehr schön. Dann rüste ich auch auf in Rovaniemi, die zweite Pelzbörse in Schweden. Da kenne ich nichts. Und Finnland ist mit 5.500 Provinzwohlstand auch ziemlich reich. Kann man ja anders sagen. 15 Minuten bis Uliaburg fertig ist. Dagestan, wie gesagt, vernichtet. Er ist mal wieder erfolgreich gewesen. Und in der Ostsee haben wir eine Brigg, auf die wir jetzt den Agenten einladen. Und so. Und du gehst mal hier, würde ich sagen. Oder brauchen wir noch mehr Agenten? Nicht so sehr in Krakau, da haben wir ja eine gute Uni. Ich würde sagen, hier in Gardinas wäre es mir am liebsten. Deswegen gehst du mal hier in Memel. Und der Agent geht direkt raus und kommt sogar noch an. Donnerwetter, in einem Wisch. Hervorragend. Und Gardinas braucht nur noch 6 Runden. Perfekt, besser geht's doch gar nicht. Das ist wirklich sehr gut gelaufen und die Marine kann sich mal hinstellen. Ich weiß, dass ich ein Schiff habe, um Agenten und so weiter zu verschiffen. Das bestehende Kabinett wurde nochmal bestätigt. Das finde ich sehr, sehr gut. Herzlichen Dank. Können wir noch irgendjemanden rausschmeißen oder so? Der Dingsminister, der Amerikaminister, den Gouverneur schmeiße ich mal raus. Aber der neue ist auch nicht besser. Also da werden wir ein bisschen. Warte mal ganz kurz. Amerika, er hat Taktik, Erfahrung. Das bringt mehr Zufriedenheit. Zufriedenheit sei schon. Das bringt mehr Verwaltung. Und der Armeeminister hat ja harten Ruf, wenn wir die austauschen. Haben beide 4. Tada. Na, geht doch. So. Und noch ein General ist gestorben. Der hier in Moldawien. Okay. Das war keine zentrale Einheit bei uns. Ich nehme an, dass Russland auch mit Georgien jetzt im Krieg ist. Noch nicht, aber die haben schlechte Beziehungen. Das sieht man ja.
Eine neue Zarin. Maria die Erste. Hallo. 71 aber auch schon. Sieht aber jünger aus. Sehr gut. Die Porträts bleiben mir aber gleich, egal wie sie aussehen. Unser August der Zweite ist auch ganz schön zäh. 74 und ich habe schon 44 Jahre mit ihm gespielt. Also, toi toi toi. Und Amerika. Ja, hier müssen wir noch eine Runde warten, bis alles so durch ist. Bei einem Leads können wir schon mal leisten. Oder zwei, eine für den Hafen, eine für die Stadt. Nächste Runde sind die Gebäude fertig. Und dann schicke ich euch jetzt die Truppen los, wenn wir das dann haben. Und hier können wir jetzt in Warschau endlich die das nächste wichtige Gebäude bauen. Nämlich die Königliche Akademie, die, das Königliche Observatorium verbessert. Nicht bei der Zufriedenheit, aber bei der Forschungsrate nochmal 1% mehr. Und beim Städtewohlstand nochmal 4 Punkte mehr. Und mehr Ruhm dürfte es auch nochmal geben. Also, her damit. Das ist sehr, sehr schön. Und geht auch nur in der Hauptstadt. Also hier in Ostpreußen ist das nicht. Das geht nur an der Hauptstadt. Und wie viel haben wir davon jetzt? 5 von 10. Da haben wir noch die Hälfte übrig. Gut. Nächste Runde ist Krakau. Fertig. Das passt schön und gut. Und hier sind russische Truppen unterwegs. Keine Ahnung, was die hier wollen. Ich hoffe nicht, dass die mit uns irgendwas vorhaben. Russland ist mit niemandem im Krieg. Die Flotte ist riesig. Die Truppe nicht. Wir haben in Kopenhagen ja ein paar Truppen. Ich glaube jetzt, wo wir in Hannover nicht mehr so viel... Bei Hannover können wir besser nochmal lassen, weil Hannover ja eine dauernde Bedrohung ist. Also... Und in Berlin rüste ich aber mal ein paar Truppen auf. Ich hole mal leichte Dragoner, 3 Einheiten, einen General und ja, Britenartillerie ist, glaube ich, nicht schlecht. 2 Einheiten. Und in Warschau können wir auch was gebrauchen. Hier hole ich mal jetzt Linieninfanterie erstmal ein bisschen, einen Wisch. 5 Einheiten und noch ein bisschen Geld haben übrig. Davon würde ich gerne was ausbauen, was industrietechnisch uns voranbringt. Zum Beispiel diese wohlhabende Stadt in Hamburg. Und weiter geht's. Die russische Flotte bleibt da stehen, okay. Hannover greift Westfalen an. Ja, dann haben wir keine andere Wahl, als gleich wieder in den Krieg mit Hannover einzutreten. Denn ich möchte Westfalen als Verbündeten auf jeden Fall behalten. Und dann werden wir vielleicht gleich wieder Krieg, oder wieder Frieden mit Hannover machen müssen. Schade, ich hätte das Geld auch gerne gehabt, aber es ist, wir haben 20.000 Goldstücke jetzt. Und die Seemaschine wurde erforscht, das heißt weitere... nächste Plantagen sind sehr günstig. Hier zum Beispiel jetzt nur noch 3.825 für das Zuckerdepot. Dritte und letzte Stufe, nee, vorletzte Stufe, Entschuldigung. Und bringt 50 Zuckerhüte her damit. Und vor allem haben wir jetzt den Handelshafen hier gebaut. In Puerto de España. Ich rüste ihn direkt auf zum Handelshafen, damit wir mehr exportieren können. Und wir bekommen jetzt Zucker im Wert von 600 Goldstücken. Das sind 30 Hüte. Das ist hervorragend. Und steigert den Profit sicherlich nochmal. Und diese Truppe können wir jetzt abziehen. Bis auf die Miliz. In den Hafen. Hier geht es jetzt auf die Schiffe. Und die Flotte wird sich jetzt bewegen in Richtung Dema. Hä? Ach, das ist Frankreich. Entschuldigung, das sind die Franzosen noch. Genau. Dann geht ihr erstmal an Land. Und dann geht ihr auf die Stadt. Bums, so einfach ist das. Und ihr könnt auch schon mal in den Hafen gehen, dann seht ihr die nächste Runde dann hier in der Stadt. Die Leute sind zufrieden, alles in Ordnung. Wir haben jede Menge Truppen in Polen und Brandenburg, man kann schließlich nie wissen. Der General ist 4-Sterne-General und mal wieder ein Pole, ein echter, mit polnischem Erbe und hast du nicht gesehen. Die Armee reicht, glaube ich, erstmal. Und Hannover ist jetzt doch ein bisschen größenwahnsinnig geworden, scheinbar. Wieder Frieden und Handel? Nee, diesmal nicht. Schade.